Mein Papa, wenn der, wo der noch gelebt hat, und du hast Gräser gesagt, hast du nichts gekriegt von ihnen. Brunnengräser. Brunnengräser. Ja. Gut. Okay, dann schneiden wir jetzt Brunnengräser. Ich bin heute bei Ralf Fischer, dem einzigen, der in Erfurt noch Brunnengräser anbaut. Ich habe ja hier die Gartengräser. Was ist denn der Unterschied von dem hier zu dem? Also ich sehe das natürlich an den Blättchen. Ne? Die Form der Blättchen ist was ganz anderes. Ja, das genau. Jetzt hier mal so hat. Hier so. Ne? Das ist doch was und anderes. Ihr wirst es auch ganz doll am Geschmack merken. Das ja. Ist ein Unterschied. Es ist weitaus schärfer. Ja. Außerdem wächst Brunnengresse in fließenden Gewässern und hat davon auch ihren Namen. Denn früher sagte man zu Quellen auch Brünnlein oder Brunnen. Wild kommt sie an Bachläufen und Quellen vor. Und egal, wo man ist, ihr Name erinnert immer ans Wasser. Im Englischen heißt sie Watercress, in Frankreich Cresson d'eau oder Cresson de Fontaine. Und Cressione aquatico heißt die Wasserkresse auf Italienisch. Rund um die Welt wird sie kultiviert, in den USA, in England, Portugal, in der Schweiz. Doch die Kultivierung ist nicht einfach. Das A und O ist das Wasser. Es muss um die 10 bis 12 Grad warm sein, eisenhaltig und sehr sauber. Außerdem muss es ständig fließen. Brunnengresse ist wahrlich eine grüne Diva. Ihre Ansprüche sind sehr hoch, nicht nur beim Wasser. Die Diva stört eigentlich alles. Unkraut, zu viel Sonne. Große, fleischige Blätter hat sie nur, wenn alles, wirklich alles stimmt. Ralf Fischer ist ihr leidenschaftlichster Verehrer und schenkt ihr und dem dreien Brunnenwasser große Aufmerksamkeit. Na, es schmeckt anders als Leitungswasser. Ja, die Mineralien schmeckt man deutlich, gell? Das Quellwasser ist so sauber, dass sogar kleine Bachfloh-Flusskrebse darin leben. Das Wasser beeinflusst auch den Geschmack durch die Mineralien, die in den Wassern drin sind. Mhm. Das geht dann auch in das Blatt. Mhm. Ralf Fischer ist der Einzige, der in Erfurt noch Brunnengresse anbaut. Ihre Kultivierung ist ein Kulturgut, das in Erfurt zu verschwinden droht. Dabei ist die Geschichte lang und reich an Anekdoten. Das Gebiet zwischen Erfurt und Hochheim war im 17. Jahrhundert eine Auenlandschaft. Im Frühjahr überschwemmt und übers Jahr schön nass durch drei Quellen. Die Brunnengresse wuchs wild und üppig. Circa 100 Jahre später ließ Christian Reichert, der Begründer des modernen Gartenbaus, diese Wildnis bändigen. Künstliche Wassergräben, sogenannte Klingen, wurden eingezogen, die man so nannte, weil man früher zu Bachläufen auch Klingen sagte. Im 18. Jahrhundert war die Brunnengresse dann eine echte Erfurter Spezialität, bekannt und berühmt. Und eine Anekdote wird sich besonders gern erzählt. Napoleon I. war auf einer Geschäftsreise in Erfurt und kostete das Wintergemüse. Danach ließ er sofort gleich zwei Gärtner nach Frankreich kommen. Diese bauten dann ab 1813 in der Nähe von Versailles in Saint-Léonard Brunnengresse an. Bis heute wächst und gedeiht sie dort. Und sie wird ebenso mühsam geerntet, wie ich das mit Ralf Fischer tue, kniend und Stängel um Stängel von Hand abgeschnitten. Also wie kommt man denn jetzt hier hinten hin, wenn ich so weite Hände habe ich ja gar nicht. Ja, pass mal auf. Was machen wir jetzt? Dann gehst du jetzt auf die linke Seite von dem Brett, rutschst du rüber, auf Knien. Aha. Messer kommt so lange hier rein. Okay, so. Echt auf Knien? Ja, einmal hoch, runter, immer zweimal. Armlänge. Bist du genau wieder an der Schneidekante dran. Sozusagen eine Armlänge. Ich mache das jetzt schon, wie sagst du, 2 Minuten. Und denke so, oh, wann kann ich wieder aufstehen? Also das ist wirklich hier. Das ist aber noch gar nichts gegen die Frauen, die das früher gemacht haben. Die haben teilweise bis zu 8 Stunden. Aber ich helfe dir ein bisschen mit dabei. Ja, mach mal bitte. Und außerdem mache ich das gerne. Brunnengresse ist aufwendig. Gartengresse geht einfacher und doch gibt es Gemeinsamkeiten. Beide sind Kreuzblütler, beide enthalten Senfölglykoside. Die Pflanzen schützen sich damit gegen Viren, Bakterien und Pilze. Beißen wir in die Blätter, wird Senföl frei und es schmeckt pfeffrig scharf. Die Wirkung ist antibakteriell. Kapuzinerkresse und Meerrettich haben diese Wirkung auch und sind deswegen, wie die beiden Kressen, ein Hausmittel gegen Husten und Lungenentzündung, gegen Erkältung und Grippe. Am besten schützt man sich gegen Erkältung aber mit einer Mischung aus Kreuzblütlern. Denn die Kombination verschiedener Senföle schützt auch gegen unterschiedliche Erreger. Also ruhig mal Meerrettich mit Kapuzinerkresse oder Garten mit Brunnenkresse mischen. Beim Vitamin C schlägt die Brunnen die Gartengresse wieder. Sie hat mehr davon und ist das etwas wertvollere Gemüse.
Ich würde, glaube ich, immer essen, wenn ich hier zur Ernte wirklich vorbeikäme. Ist immer was Leckeres und was Gesundes. Ralf Fischer ist in der 5. Generation Gärtner. Und wenn beim Ernten der Kresse etwas von ihr am Messer kleben bleibt, nascht er gern. Dressing für einen Salat macht seine Familie traditionell aus Zitronensaft, einer gewürfelten Zwiebel, etwas Salz, 2 Esslöffeln Zucker, 3 Esslöffeln Sonnenblumenöl und ca. 300 Milliliter Wasser. Salz nimmt die Schärfe, sagt der Gärtner. Die Pflanzen für die neue Saison sind Ableger von den besten seiner alten Pflanzen. So bewahrt Ralf Fischer die letzte Original-Erfurter Brunnenkresse.